Yeah. Emma. Hä? Hast du eigentlich eine Dating-App? Alter, wie kommst du jetzt darauf? Ey, aber ist das nicht voll komisch, sich Leute auszusuchen wie beim Shoppen? Mann, die sind doch eh alle fake. Alles verarschen, ne? Ja, genau. Oder schreiben die zurück oder wollen noch Follower. 1000 Kilometer entfernt. Genau. Und deswegen mag ich es eher auf die altmodische Art. Ja, man, in der Bahn ansprechen und so. Oder im Restaurant. Hm? Digga, was hab ich dir gesagt? Ich stehe nicht auf die. Für mich gibt's sowieso nur eine einzige Sache, für die ich nach rechts swipen würde. Was ist das? Fitness! Runter von der Couch! Runter mit dem Kiosk! Runter in die Liegestütze! Sei schlau! Warte nicht auf ein Erdbeben, sondern verursache eins! Spüre den Gegenwind! Wer zu Herkules? Du drückst dich nicht von der Erde weg, sondern du drückst die Erde weg von dir! Ja! Yeah! Ja! Yeah! See, the phone machine. What's up, man? Listen, bro, I'm sure you hear this all the time, but just wanted to say congrats. Appreciate that, dog. I'm so happy for you, bro. And you know what? You told everyone else? Of course. We're gonna all watch your first game together. We're gonna be there rooting for you, cheering for you. You know how we do it. Appreciate that. I got you covered, man. You know, every step of the way, you know how we do it. Love and support. It's the most important thing. You already know. Jo. Ach, guck mal. Na? Hast du endlich einen neuen Job gesucht? Nee, ich immer auf dem Coach, ne? Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass sie Labs kaufen mögen. Jetzt hör mal auf mit dem Siegedödel. Ihr habt zwar einen grauen Bart, aber so alt bin ich nun auch wieder nicht. Hey, wie du willst, Coach. Hast ein bisschen trainiert, ne? Ein bisschen Bizeps unter dem Shirt. Ein bisschen auf knusprig. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Aber du willst dich jetzt nicht für ein anderes Team bewerben? Nein, Coach. Du bist auch nicht hier reingekommen, um nach einer zweiten Chance zu fragen. Ich meine, Coach, wenn ihr noch einen Platz frei habt. Komm, erzähl doch nicht. Du rennst hier jeden Tag in dieses Office rein und raus, gehst jedem auf den Sack, bist sogar schon dem CEO auf den Sack gegangen. Wir wissen alle, was los ist. Nein, Mann, ich mach nur meinen Job. Sei doch einmal in deinem Leben ehrlich. Nur einmal. Ganz ehrlich, letztes Mal, ich habe richtig verkackt, okay? Ich habe meine Zeit verschwendet, ich habe deine Zeit verschwendet. Ich dachte einfach, ich würde es schaffen. Ja, du hast gedacht. Das ist nämlich das Problem. Das Denken überlass mal den Fernen, die haben einen größeren Kopf. Ich habe es echt verdient, auf die Schnauze zu fallen. Aber ich weiß auch, dass ich meine Lektion gelernt habe. Also. Pass auf, ich sag dir was. Ausdauer, Fitness, all diese ganzen Geschichten hast du zwar letztes Mal richtig verkackt, aber die kann man lernen. Eine Sache, die man nicht lernen kann, ist die Sache hier, oben zwischen den Ohren. Die hat man oder die hat man nicht. Und du hast diese komische Hartnäckigkeit und diesen Willen, den man braucht, um allen auf den Sack zu gehen. Aber irgendwie mag ich das. Und ich bin auch ein Freund davon, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Deshalb sollst auch du deine zweite Chance haben. Echt jetzt? Aber bitte verkack es nicht. Weil wenn du verkackst, ne, dann sehe ich irgendwann aus wie ein Idiot. Ich sag dir, die Scheiße fließt nach unten und dann kriegst du die große Hafenrundfahrt. Also reiß dich zusammen, mein Freund. Hey, Coach, ey, ich verspreche dir, ich werde dich nicht enttäuschen, okay? Ich werde richtig durchziehen. Hey, Mann, hey, wow, ganz ruhig. Nimm mal deine beschissene Box und sieh zu, dass du Land gewinnst. Hey, Coach, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Enttäusch mich nicht. Niemals. Dankeschön. Lotto gewonnen? Besser. Viel, viel besser. Bist du verliebt? Noch besser. Was ist denn besser als Liebe oder Geld? Ich
habe ein zweites Probetraining. Okay, Glückwunsch. Dankeschön. Aber ich dachte mir, zur Feier des Tages könnten wir vielleicht ein Trinken gehen. Pia? Oh, hey, du bist ja richtig pünktlich. Du, ich kann heute Abend nicht. Wer ist das? Mein Online-Date. Ach so. Vielleicht die Woche irgendwann mal. Ja. Wollen wir mal dann? Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP, vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, das ist meine Eminem-Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP als